Es war auf 120.000 Euro. Auf einen Schlag? Auf einen Schlag, bei einer Sache. Wie viele TikToker, also wie vielen bist du vor die Haustür gefahren? Aber ist ihm das wert? Was danach passieren wird vielleicht? Vielleicht, eventuell. Was hältst du von Barello? Also das ist dasselbe Thema, Frauen und Behinderte darf man nicht schlagen. Barello hat jeden verkauft, der hinter ihm stand in der Zeit, wo der Beef hatte mit Arafat. Was meinst du mit eskalieren? Ja, wir haben aufeinander. Also ich würde auf ihn losgehen, auf jeden Fall. Könnt ihr aufhören, mich anzugucken, wenn ich filme? Danke. Ich bin jetzt in Frankfurt, ne, in meinem Wohnzimmer. Und heute treffe ich Sam. Also Sam ist der gerade einen guten Hype auf TikTok hat. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, weil Sam auch aus Frankfurt kommt, machen wir doch eine Runde Frankfurt mit Sam. Und ich finde, so eine erste Begegnung ist ganz, ganz wichtig. Weil ich mag die Leute nicht, die das so einstudieren und so tun, als würden die sich neu sehen und dann erst filmen. Sam, ich bin hier vor Galeria. Warte mal, ich bin jetzt ein bisschen weitergelaufen, ein bisschen Zeit. Also ich laufe jetzt gerade zurück, aber bleibt da stehen, dass man sich wieder aneinander vorbeilaufen. Ich glaube, ich sehe ihn. Ich sehe auf jeden Fall einen sehr, sehr strammen Typen hierher kommen. Boah. Wie geht's, Bruder? Gut, alles gut? Gut, mashallah. Boah, ist ja echt ein Tier, Alter. Hi, grüß dich, mein Zwilling. Ich wollte die Begegnung aufnehmen, weißt du? Perfekt. Für mich ist das sehr wichtig. Sehr gut. Weil viele faken das. Ich würde sagen, wir trinken einen Kaffee. Gerne. Gerne. Und dann fangen wir mit der Fragerunde an. Gerne. So, wir sitzen jetzt im Café in Frankfurt. Sam? Jawohl. Espresso? Leidenschaftlich Espresso. Ja. Was ist das für eine Uhr? Das ist eine Yachtmaster 2 Stahl Rosé mit Diamanten besetzt. Fährt man? Extra Anfertigung. Die gibt's normal nicht. Über Preise reden. Wie viel stellig? Nach der Null, oder? Eine Sache, wir kommen ja nachher zu euren Fragen. Wir machen das so, dass die Community, die heute Fragen gestellt hat, nur das Interessante ist, was wir kurz vor der Kamera verpasst haben, ist, Sam hat schon ein, zwei interessante Sachen angesprochen, die ich leider nicht vor die Kamera nehmen konnte. Was mich neugierig gemacht hat, ist, du hast die Sache mit ABK und Manuelsen angesprochen. Was meinst du, also wie siehst du diese ganze Sache? Guck mal, ich will gar nicht lang ausholen. Wir wissen, wie es zwischen den zwei angefangen hat. Alles schön und gut. Der hat den beleidigt, der hat eine Reaction gemacht, der hat dies, jenes, okay. Aber an einem Punkt ist auch gut. ABK, Manu ist ein Bruder von mir, ABK ist einen Schritt zu weit gegangen, der übertreibt. Diese letzte Reaction, die er rausgehauen hat, ja, wo er Familie mit reinbezieht, er überschreitet halt da, finde ich, eine Grenze, wo man sagen muss, muss nicht sein, das kann man so nicht irgendwann mal stehen lassen, weißt du, was ich meine? Oder wie noch weitergeht, noch ein Video. Einfach mal ruhen lassen, einfach mal dabei belassen lassen, und gut ist, einfach sein lassen, die Geschichte. Er will jetzt die Sache auf jeden Fall aufschlachten. Guck mal, es ist eine Sache auf YouTube, diese Sache für Klicks, was er macht. Er hat Reichweite Klicks, okay. Aber ist ihm das wert, was danach passieren wird vielleicht? Vielleicht, eventuell. Manu hat viele Anhänger, nicht, dass Manuelsen was macht, aber Manu hat viele Fans, viele, viele Brüder und so, weißt du, was ich meine? Meinst du, sieht nicht gut aus für ABK? Meine Empfehlung, belass es dabei. Belass es dabei, geh nicht weiter. Du bist schon zu weit gegangen. Was? Und gut ist. Guck mal, ich bin ja immer sehr neutral, ja, wie du ja auch in meinen Reactions siehst. Ja, sehe ich, ja. Ich greife keine Partei und ich bin auch nicht so der Typ, der sagt, ich halte jetzt zu ihm, weil er, keine Ahnung, einen Rücken hat oder weil er was zu sagen hat, sondern das Anständigsein ist für mich immer ABK. Hat er vorher die Familie eingemischt? Nein, vorher nicht. Okay. Vorher nicht. Vorher, wie der Streit anfing, hatte ja nicht, also nicht mit der Familie. Guck mal, ich weiß, dass Manuelsen ein korrekter Mann ist. Ja. Aber wenn er halt auf 180 kommt, richtig, dann sagt er Sachen, wo er die Kontrolle verliert. Richtig. Dann sagt er Sachen, die er nicht so meint. Und ich finde, meiner Meinung nach, die Beleidigungen, die er gemacht hat, meinst du nicht, dass das der Grund ist, warum jetzt diese Videos kommen? Okay. Wenn einer einen Fehler macht, muss der andere hinterher springen? Nee, auf keinen Fall. Punkt, Ende. Er sagt doch, benimm dich erwachsen, das ist kindisch, wie du diese Ausdrücke. In dem Punkt habe ich ihn gesagt, man beleidigt keine Familie, Manu selber weiß das auch, alles gut. Warum fängst du jetzt schon wieder damit an, das ist lächerlich zu ziehen? Warum fängst du ihn damit an? Also was mich wundert, ist, dass er nach 2 Monaten mit so einem Video ankam. Ja, warum? Warum nach 2 Monaten brauchst du und du hast das Ding jetzt, wie es ausschlachten? So, du hast jetzt ein Video gemacht, hast jetzt Familie reinbezogen, wo du immer sagtest, ja, er hat damit angefangen. Das ist ein Kinder, er hat es gemacht, tamam, er hat einen Fehler gemacht, wissen wir. Er sieht es auch ein, alle wissen das, da bist du ein Hack, was diese Ausdrücke angeht, nur diese Ausdrücke. Jetzt kommst du wieder mit dem Ding. Jetzt willst du noch ein 4. Video raushauen. Überlege, mach langsam. Irgendwann ist auch gut, einen Schlussstrich ziehen und
neues Kapitel. Aber es ist halt die Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit ist was sehr Ekelhaftes. Ja, aber wenn er beginnt, braucht danach, aber Gott bewahre, nicht, dass jemand jetzt hier denkt, irgendwas hat jemand vor. Ne? Also, ne? Ich sage nur, alles hat irgendwo eine Grenze und irgendwann gibt es auch Konsequenzen. Aber dann nicht mehr auf YouTube oder auf sozialen Medien. Muss nicht sein, so Sachen. Es wird eklig oder es ist schon eklig. ABK. Guter Tipp, Rat. Zugriff. Also Start hilft dir nicht. Was hältst du von ABK? Abstand. Abstand? Abstand. Besser ist es? Abstand. 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 Für mich ist das nicht. Das ist das, was er macht. Sein Content, hat seine Fanbase, okay, alles gut, was er da macht. Er ist hochintelligent, muss man ja dazu sagen. Ich meine, er ist ja Lehrer. Ja, er ist hochintelligent. Er weiß ja auch, sich auszudrücken. Er weiß doch, wie man jemanden hochnehmen kann auf einem ganz hohen Niveau. Tell a man no trouble, I don't want beef, man, I just want vibes. Big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting on. Also, meine Community hat dir heute Fragen gestellt. Er lacht schon. Es sind einige Fragen, die unangenehm sein können. Okay. Es sind Fragen, die Fitner machen können, auslösen können. Es können auch Fragen sein, wo du sagst, nee, die möchte ich nicht beantworten. Sind wir auch einverstanden? Hau raus, ich bin für allen bereit. Okay, also ihr habt immer gesagt, wir wollen den und den. Ballert den nächsten in die Kommentare, wen ihr als nächstes haben möchtet. Und ich suche die Person euch aus. Okay, Sam, ich fange mal mit der Frage so an. Yep. Hast du einen Knastschaden bekommen? Und wie kann man jemandem daraus helfen? Also wie kann man jemandem damit helfen, da rauszukommen? Ja, ich habe einen Knastschaden und helfen kannst du niemandem. Okay, dann die Frage hat sehr deep angefangen. Erstmal, um Sam überhaupt kennenzulernen, für die Leute, die ihn noch nicht kennen. Du bist ja jetzt ein gut bekanntes Gesicht geworden in letzter Zeit auf TikTok. Richtig. Von dem einen oder anderen, mit dem du live bist oder warst. Sam ist auch einer, der immer bei dem anderen an der Haustür war, der den einen oder anderen mal rausgeholt hat, die ihm Ansagen gedrückt haben. Sam. Ja, Bruder. Du bist im Knast gewesen. Ja. Warum? Bankraub, mehrfacher Bankräuber. Wie lange ist das her? Oh, 2015 wurde ich entlassen. Entlassen? Ich wurde 2015 entlassen. Hatte dann 5 Jahre noch Bewährung. Und jetzt bin ich komplett frei mit Bewährung seit 3 Jahren erst. Also die Bewährung ist dann jetzt auch abgelaufen. Ist abgelaufen? Ja, seit 3 Jahren. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Und wie lange hast du gesessen? 7 Jahre. 10 Jahre habe ich bekommen, 7 Jahre davon habe ich abgesessen. Wie waren diese 7 Jahre? Lang. Die waren lang. Sehr, sehr lang. Was hast du drin gemacht? Wie hast du die... Bruder, man kann nicht viel machen. Ich sag dir, ich habe entweder Fernsehen geguckt, gelesen, trainiert, am Gitter gehangen, mit einem anderen Zen-Kollegen geredet, ja, Freizeitumschluss bei einem anderen gewesen, Playstation gespielt. 7 Jahre? 7 Jahre, ja. Also wie bist du auf TikTok gekommen? Dass du da live gegangen bist? Ganz spontan, muss ich sagen, ist mir das irgendwann mal. Hab ich gesagt, komm, ich geh mal... Also, beziehungsweise es gab ein paar Sachen, die mir da nicht gefallen haben, von ein paar Leuten. Und da habe ich angefangen, mal ein Video hochzuladen gegen Arafat und Barello. Damals die Ansage von mir. Hat so angefangen? Ja, ich hatte schon 2 Videos vorher schon, hatte ich schon gehabt. Ganz okay. Normal irgendwas. Aber durch das Video bin ich halt sehr viral geworden. Ist das gegangen, was ich selbst nicht erwartet hatte eigentlich. Okay, krass. Ja. Hast du eine Ausbildung gemacht? Im Gefängnis habe ich gemacht, ja. Was für als Koch. Kannst du gut kochen? Ich kann wirklich gut kochen. 2 Jahre, Schwalmstadt, JVA auch, Hochsicherheitstrakt. Aber essen. Was hältst du von Barello? Also das ist dasselbe Thema, Frauen und Behinderte darf man nicht schlagen. Okay, habt ihr verstanden? Und Barello fällt unter Behinderten. Okay. Eine hat auch geschrieben, das blende ich ein, warum lässt Sam das mit sich machen, also das mit Barello? Okay, also nochmal, Behinderte kann man nicht für voll nehmen. Egal was die sagen über euch, die kannst du nicht für voll nehmen. Also bitte nicht schlagen, Behinderte, okay? Leute. Okay. Die Frage so, was ist der Hauptgrund, dass du den Stress mit Arafat hast? Jetzt? Aktuell? Allgemein, was ist die Geschichte? Warum ist das zwischen euch so? Die Geschichte? Kann man Kheer machen zwischen euch? Oder warum ist das so zwischen euch, dass Krieg herrscht? Also guck mal. Ich hatte mal eine Ansage gemacht, so fing meine TikTok-Karriere quasi an. Ja. Gegen ihn und Barello, wie die sich da benommen haben am Anfang. Das ist schon über ein halbes Jahr her, dieses Video, was ich hochgeladen habe. 1, 2, 3 Videos habe ich hochgeladen. Was meinst du mit benommen?
Ja, wie Barreto andere fertig macht, beleidigt. Und Arafat ist immer daneben, sagt hey und entschuldigt ihn. Und das ist mir irgendwann mal auf den Sack gegangen, habe ich ein Video drüber gedreht und den ein paar Sachen reingedrückt. Diese Videos sind viral gegangen, hätte ich auch nicht gedacht, ist halt so. Und dann waren wir mal zusammen live und da hat Arafat die Sachen mir klargestellt im Live. Gesagt gehabt, dass die Sachen abgesprochen sind, Sam. Ich kann nichts dafür, die können machen, was sie wollen. Da habe ich das zurückgenommen. Ich sage, okay, das wusste ich nicht. Ich war neu auf TikTok. Und dann, jetzt aktuell ist es so, dass wir wieder miteinander Streit haben, weil er mir hinter den Kulissen Beleidigungen ausgerichtet hat über eine dritte Person. Ah, okay. Verstehst du, er konnte es selber nicht machen. Weißt du, was ich meine? Er kann ja selber nichts machen. Er muss immer jemanden dazu anstiften, Sachen auszurichten. Und daraufhin ist das natürlich zwischen mir und jetzt eskaliert. Ganz einfach. Deswegen. Und das, was ich vor 6 Monaten gesagt hatte, diese Vorwürfe gegen ihn, die ich zurückgenommen habe, ich hatte von Anfang an recht, was ihn angeht, menschlich, charakterlich. Wie viele TikToker hast du schon gepackt? Also zu wie vielen bist du vor die Haustür gefahren? Sehr viele. Also 50 Stück waren das schon. Von den. War das auch alles in der Öffentlichkeit? Nein, viele nicht, weil die das nicht wollten. Die ältere Fraktion wollte es nicht. Die haben mich darum gebeten. Die haben gesagt, bitte nicht unser Gesicht nehmen, wir entschuldigen uns. Okay. Bitte, ich habe doch Frau, Kinder, meine Cousins, meine Brüder. Bitte nicht, kein Video machen, hin und her. Was war das meiste Geld, was du besitzen konntest, also als du kriminell warst? Also meinst du auf einen Schlag? Auf einen Schlag. Bei einer Geschichte? Sagen wir mal, wie viel Geld waren es bei einem Überfall? Wurdest du direkt erwischt oder würdest du... Nein, immer im Nachhinein. Verraten. Immer im Nachhinein. Ich wurde ihm verraten und die haben mich nie bei der Tat erwischt oder so. Nee. Nein. Und bei so einem Bankraub kommen immer 30, 40, 50.000 raus. Damals kam das raus, jetzt ist es weniger in der Kasse. Nur für die zukünftigen Räuber. Ich gebe dir nichts Schulungen. Okay, was war das auf einen Schlag, das meiste Geld, was du hattest? Auch, also ich meine, ich gehe ja davon aus, dass du kriminell warst. Ja. Jetzt, ja. Ich fühle mich gerade wie Leroy, Alter. Ja, Mann. Auf einen Schlag, was ich mal gemacht habe, wo ich gesagt habe, das ist schon länger her, wo es so war, das war auf 120.000 Euro. Auf einen Schlag? Auf einen Schlag, bei einer Sache. Das ist nicht davon. Es ist nicht von diesem Geld. Okay. Was hast du mit dem Geld gemacht? Was hast du mit dem Geld gemacht? Von welchem Geld reden wir? Von dem Bankraubgeld oder von diesem anderen Sachengeld? Allgemein. Wie hast du das Geld genutzt? Ach so. Ich sag von den Sachen, wo ich damals jung war, diese Banküberfälle gemacht habe, die haben wir ausgegeben quasi, weißt du? Ja. Ja, vieles ging auch natürlich über Anwaltskosten, ein bisschen ist hängen geblieben, aber jung, Autos holen, feiern, reisen, pipapo, weißt du? Okay. Unser Nusret von Franco Wort. Das ist geil, ne? Auf TikTok darfst du ja nicht rauchen. Nee. Auf YouTube darfst du. Geil. Oh. Kann man nicht so vom Bild weggehen. Ey, Freiheit. Aber er schon, alles kann man zeigen auf TikTok, gell? Aber die Zigarette nicht geil, gell? Aber so ist es genauso auf YouTube. Ich reagiere auf die TikToks. Ich bin nicht werbefreundlich. Aber die ganzen Influencer da, keine Ahnung, ich will jetzt keine Namen nennen, die sich besaufen gehen. Wen meinst du da? Machen wir fit. Die saufen da, zeigen irgendwelche Chayas. Du hast ja gesagt, du bist gut mit Nebel, oder? Ja. Okay, was sagst du zu dem Vorfall mit Nebel und Barello? Dass ihn verraten hat. Was findest du, Barello hat Nebel verkauft? Ja, natürlich hat er ihn verkauft. Barello hat jeden verkauft, der hinter ihm stand in der Zeit, wo er Beef hatte mit Arafat. Ganz einfach. Ich meine, er hat es ja in meinem Live ja zugegeben. Ja. Verstehst du? Der hat einfach die Seiten gewechselt. Aber wieso macht er sowas? Weil er hat Angst. Hat Angst. Wie steht jetzt Nebel zu der Sache? Oh, der hält Abstand einfach. Ist okay so. Ja, ja. Der hält Abstand. Der hat sich zurückgezogen einfach erstmal. Da hat er gesagt, ich ziehe mich zurück und Loyalität ist keine Einbahnstraße. Ich denke, das sagt schon alles, dieser Satz. Leute, die nicht loyal sind, wo du zu denen loyal warst, ja, im wahren Leben ist es ja genauso. Haben die noch Kontakt miteinander?
Das weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung. Das weiß ich jetzt nicht. Ich denke weniger. Was sagst du über den Beef mit Capi und Bushido? Wie fandst du, welchen Diss fandst du besser? Jetzt haben mich so viele gefragt, ja. Bushido ist natürlich wie eine Erzählung, ne? Buch, ne? Wie eine Story. Brutal. Ja, wenn er etwas über jemanden disst, ob es K1 war damals oder Mephisto gegen Arafat oder jetzt Capi, der erzählt eine komplette Story in einem Song. Capi ist ein Hardliner, der fängt dann einfach, der beleidigt los, der rappt einfach drauf los. Du bist Punkt, Punkt und der, du bist Punkt, Punkt und der, Punkt, Punkt und der. Ja, aber mehr Deep hat natürlich Bushido sein Song, muss man ja sagen. Der hat ja, ne, die Vergangenheit einfach rausgeholt und erzählt, was war. Okay. Du hast doch in deinem Live gesagt, dass, also ich weiß nicht, ich habe keinen Namen gehört, aber du hast gesagt, wenn wir uns sehen, dann will ich, dass du mir das mal ins Gesicht sagst. Ich habe Arafat damit gemeint. Okay, was meintest du genau damit? Diese Beleidigung, die er mir ausrichten gelassen hat, weißt du, von jemand anderem. Was waren das für Beleidigungen? Hart? Ja, war harte Beleidigung. Ja, unter die Gürtellinie halt, ne? Ich mach gerade richtig Dings, Fitner. Merkst du, ja. Richtig Fitner, ich weiß. Wir sind in Frankfurt, ist normal. Keiner kann was machen. was wäre, ich meine, wir sind hier auf YouTube, weißt du, man ja, muss ja diese Leute unterhalten. Ja, natürlich. Die lieben es ja, ich liebe es. Klar, Was wäre, also was meinst du, wie es wäre, wenn du und Arafat euch begegnen würden? Was passieren würde? Was wäre es, wenn die Begegnung da ist? Ich und er, ja. Wenn wir uns irgendwann sehen. Es wird eskalieren, ganz einfach. Ja? Ganz klar, natürlich. Ganz einfach. Was meinst du mit eskalieren? Ja, wir fahren aufeinander. Also ich würde auf ihn losgehen, auf jeden Fall. Klar, das wird ja nicht. Ich mache jetzt wie Barello. Oh. Es wird ja mit einem Wortgefecht wahrscheinlich anfangen von beiden Seiten. Und alles andere nimmt dann seinen Lauf, ist ja ganz klar. So, Leute, wir haben genug diskutiert, genug Content gebracht, würde ich sagen. Es wird ja auch jetzt dunkel. Sieht man uns überhaupt? Ja, man sieht euch noch sehr gut. Glänzt unsere Glatze, glänzt immer noch, glaube ich. Ne? Okay, also falls ihr mit uns, mit unseren Glätzen kooperieren wollt, meldet euch gerne bei uns. Checkt auf jeden Fall Sam sein Instagram, TikTok ab. Dankeschön. Ist auch in der Beschreibung drin. Und hast du noch was zu sagen? Nein, danke, danke für das Interview, sehr, danke für die Einladung. Gerne. Sehr gerne. Also wie gesagt, wen wollt ihr als nächstes haben? Mal jetzt in die Kommentare. Sam selbst hat mir auch ein paar Leute vorgeschlagen, mit wem ich das als nächstes machen könnte. Ist auf jeden Fall sehr interessant, ich möchte nicht spoilern. Nein. Und kommt auf Instagram, denn auf Instagram stellt ihr die ganzen Fragen. Weil ihr habt ja heute die ganzen Fragen auf Sam gestellt. Wir hoffen, dass das euch natürlich gefallen hat. Und ja, auf weitere Videos mit Sam, ne? Jawohl. Bescheid.